Hallo und herzlich willkommen zurück zu Cheflife. Ja, wir haben unseren kleinen Unfall hier bereits jetzt mal bemerkt. Ich will mal schauen, ob wir stattdessen andere Gerichte draufsetzen können, die auch Feinschmecker im Prinzip beinhalten, also Gourmet. Gut, die Fischsuppe. Was war noch? Der Lachs. Dass wir stattdessen was anderes dann machen. Jakobsmuschel in Soße. Statt der Dorade. Können wir eigentlich mal probieren. Okay. Wir bestellen. Wir haben schon bestellt. Jetzt habe ich die Karte geändert. Ja, wir schauen mal. Jetzt immer noch genauso wie eben. Okay. So, wir müssen genau diese Gerichte hier. Drei verschiedene Paprikas, alles klar. Ja, das war jetzt nämlich schon mein Gedanke, dass das nicht so funktionieren wird, wie gedacht. Wartet mal. Um das erste zu machen. Ich brauche das hier. Ups, nein. Das nicht. Das. Da brauche ich einfach nur erstmal die drei Paprikas. Dann nehme ich erstmal nur die. Dann haben wir schon mal drei Sachen weniger in unserem Inventar. So, und was passiert dann? Dann kommt das für T3 rein. So, dann nehmen wir uns jetzt den Rest. So. Oder machen wir jetzt die Paprikas wieder zurück. Rotfarbe. Ein Filet. Immer schön gucken, dass ihr auch das Richtige auswählt fürs Rezept. So, ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich alles habe. Einmal den Spargel einlegen. Es dürfte doch jetzt hier fertig sein.
Und wie gesagt, wenn ihr Gerichte macht am Anfang, die müssen nicht gewürzt oder perfekt zubereitet sein. Es gilt ja im Prinzip nur da. Es geht ja im Prinzip nur darum, dass ihr das einmal zumindest gemacht habt, dass ihr das auch servieren könnt in eurem Restaurant. Okay, wir müssen den Spargel dann auch hier drauf machen. So, dann brauche ich das erst. Der wird angebraten. So, ich will schon mal möglichst im Voraus kochen, dass wir das zusammenkriegen. Hinkriegen. So, dann suche ich mir schon mal das andere Rezept raus. Fischsuppe kann jetzt aufgewertet werden. Warum ist mein Koch schon wieder verärgert? Das macht doch gar keinen Sinn. Doradenfilet. Das machen wir nämlich gleich als nächstes. Ja, dann haben wir, glaube ich, Kasim auch komplett durch. Thanks for that advice you gave me. It was a great help. Ich bin davon stark überzeugt. Guck, das hat jetzt schon Punkte gegeben. Und je nachdem, wie oft ihr das halt zubereitet, könnt ihr das dann auch so leveln. Mein Gott, wir müssen viel schneiden. Top of my game today. You can count on it. So, dann haben wir die Dorade auch geschafft. Das Rezept zumindest. I learned a little technique from this job. Schick.
Oh, wir können sogar noch ein paar machen. Aufwerten geht sogar. Dann machen wir das Rezept gerade. Oh je, ich muss hoffentlich bald nicht selber jetzt erst nochmal sauber machen. Gemüsebouillon. Und da muss ich noch mal in der Pfanne extra was anbraten. So, und dann muss ich jetzt warten, bis die fertig ist. Dann haben wir das auch schon. Fischsuppe aufwerten geht nicht, weil die wahrscheinlich gerade noch auf der Karte ist. Tintenfisch mit scharfer Soße. Probieren wir dann auch mal. Da ich sehr stark von ausgehe, dass wir doch nochmal eine Pfanne brauchen, mache ich da nochmal schnell die Sachen sauber. Wenigstens eine. Gefüllter Tintenfisch. Nee, Mubala, ich will dahin. I need a challenge. Mein Gott, so wird das zubereitet. Gruselige Sache. Okay, brauchen wir mal kurz Platz. Die Tintenfischbeinchen werden jetzt mitgeschreddert. Okay.
Bin gespannt, wie es schmecken wird. Warte mal, dann nehme ich das aber gerade noch mal hier. Ich kann es ja trotzdem noch servieren. Es punktet ja immer noch. I don't have anything to do. Wisst ihr, ich kann es ja trotzdem rausgeben. Kriegt die Punkte ja trotzdem angerechnet. 50 P, immerhin. Bringt mir mein Gericht auch wieder weiter nach oben. Das ist sehr gut. Also viel Zeit ist jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht, das bringt, glaube ich, jetzt nichts mehr, noch ein bisschen aufzuräumen. Wir tun jetzt einfach mal vorspulen, dass sie im Prinzip das machen kann. Und dann gucken wir, ob Gourmet als Feinschmecker zählt. Ich denke mal schon. Nee, du machst den Abweich und du kochst. Ich weiß, das passt euch nicht. Also, du machst mir im Prinzip die Gerichte komplett. Nein. Stopp. Ich muss hier erstmal kurz gucken. Ja, da brauche ich die drei Sachen für. Okay. Sure thing. Sure thing. Haben wir noch die Fischsuppe drin? Gut, die Fischsuppe, die wird ja auch nicht gelevelt. Den Lachs. Yes, sir. Okay, wir probieren es mal. Ich meine, wenn die einzeln hergestellt werden, dann kriege ich da auch noch mehr Punkte für. Wir schauen mal. Ich müsste mir mal vorne das irgendwo hinstellen, dass ich es direkt abstellen kann, dass ich nicht jedes Mal erst hinterlaufen muss.
know what to work on. On it. Ach, Quatsch, 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 Quatsch. Es geht halt schon so schneller, ne? Wenn der die selber macht. Leave it to me. Right away. Ja. Dann kriegen wir wenigstens die Punkte gut geschrieben. Dann lieber so. Als wenn die das komplett selbst machen. Can I help you with? Okay. I can't do that without utensils. I don't have the utensils I need to do that, Chef. Wieso gebe ich die eigentlich jedes Mal rüber zum Kochen? Ich kann sie doch einfach selber sauber machen. Es geht wahrscheinlich um einiges schneller, als wenn ich es die Adele machen lasse. Jetzt habe ich schon eine, die für mich putzt und trotzdem, naja gut. Are dirty, Chef. I can't do my job in these conditions. Was fehlt denn dazu noch? Lachs, das. Do you need my help for anything? Oh, stopp. Zitronen und Spargel. Ich habe irgendwas gerade vermischt. Jetzt geht's los. Okay. Also um Lachs zu machen, brauche ich noch Spargel. Spargel, was war noch? Fisch und das Süßchen hier. Also brauche ich noch mal mindestens ein Süßchen.
right away. So, dann haben wir nochmal die Croutons. I've got nothing to work with, Chef. Ich meine, wenn wir es nämlich nicht so machen, haben wir ein Problem. Ja, genau, wir kriegen das nämlich sonst nicht vorwärts. Okay, ich muss jetzt erstmal Ordnung machen. Was wird jetzt hier überhaupt gebraucht? So, jetzt haben wir hier den Spargel. Das ist für unsere Krabben. Also, was brauche ich? Ich brauche Spargel, Lachs, Zitrone, Söschen. Zitrone, Söschen, Spargel. Es fehlt nur noch zweimal Lachs. Nicht genug Platz im Regal. Ich hätte gern mehr Platz im Regal. Das nervt schon ein bisschen. So, ich hätte gern Lachs. Kein Kochgeschirr vorhanden. Hier kommt die Croutons dazu. Krabbe kann ich mitnehmen. Das kriegen wir immerhin hin. We have the order from the new table, Chef. Ihr seht meine leichte Überforderung, ja. Kein Kochgeschirr vorhanden. Okay, wir müssen das jetzt erstmal anders machen. Ich komme so leider null voran. Das machen wir jetzt erstmal so. Beziehungsweise, warte. Für den Lachs brauche ich Lachs, also die Soße. Mir fehlt eigentlich nur einmal Lachs. Komm, das kannst du machen. Chef? Was ist? All the tools are dirty, Chef. I can't do my job in these conditions. So, warte. Einmal, zweimal, dreimal. I'm available, Chef.
That looks delicious. Very well, chef. Wir müssen das so ein bisschen gemischt jetzt machen. So, einmal Suppe kriege ich hin. Die brauche ich zum Beispiel nicht mehr fertig machen. Ich glaube, die dürfte auch so gehen. Ja, die ist schon durch. Brauche ich nicht mehr selber machen. Es ist blöd, die hier zu behalten. Oh. Ja, okay. Die machen wir jetzt gleich komplett fertig. Also. You know me well. I love that ingredient. Well done, Chef. That looks great. Nice plating, Chef. Makes you want to eat it. You know I love prepping fish. I love cooking that. You know me well. I love that ingredient. Working with that. Ich glaub, einmal geht's noch. Das sind so aufwendige Gerichte. Ich glaube, man muss diese Gerichte aber schon echt mega oft machen, ne? So, ich brauche zweimal Süppchen, Kasim. I love working with that ingredient. Ich habe jetzt erstmal genug von dem Lachs. Warte mal. That's my speciality. You're going to love it. Nee, warte. Dann mehr geht nicht. Immer noch nur ein Süppchen. Warum hat er das nicht auf die 3 gegeben? Oh, Kasim.
Gericht servieren. Achso. I don't have anything to do. Nehmen. Wer hat nichts zu tun? Du hast nichts zu tun. Das können wir mal ändern. You know me well. I love that ingredient. I love working with that ingredient. So, einmal können wir das noch machen. Immerhin hat es noch mal ein paar Punkte gebracht. That's my speciality. You're going to love it. So. No problem, Chef. Got Working it, Chef. With that ingredient is so fun. Ich habe mir Glück, er levelt noch mal eins auf. Also wir gucken jetzt mal, ob im Prinzip das Gourmet als Feinschmecker gilt. Sonst muss ich da erst wieder schauen, was das sein könnte. Mal schauen, was jetzt das neue, die neue Bestellung ist. Und einmal. Wo sind die Muscheln? Oh, die werden gerade noch gemacht. Okay. That smells so good, Chef. Es kommen noch mehr Gäste.
It's high time my talent was put to use, Chef. Da ist eine Muschel dabei. Also er braucht Stufe 15, um dahin zu kommen. Prepare to be amazed, Chef. Mach einfach mal das. Ich meine, das muss jetzt nicht sonderlich wichtig sein, was er macht. Hauptsache, er macht irgendwas. Also punktet man eben seinen Angestellten hoch. Ich glaube, dann dürften eigentlich keine Gäste mehr kommen. Ich glaub's zumindest nicht. Ja. Sie rennen uns den Laden ein. Neue Errungenschaft freigeschaltet. Okay. Aber nee. Okay, dann würde ich auf jeden Fall sagen, ich beende hier schon mal die Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Lasst auf jeden Fall mein kleines Kommentar unter meinem Video da und auch auf jeden Fall ein Abo, falls ihr das noch nicht getan habt. Dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal. Macht's gut, meine Lieben. Ciao.